Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video geht es um den Aufzinsungsfaktor. Aufzinsungsfaktor. Und dieser Aufzinsungsfaktor ist sehr wichtig im Rahmen der dynamischen Investitionsrechnung. Es gibt weitere Videos mit den anderen Faktoren, Rentenbarwertfaktor, Rentenentwertfaktor und so weiter. Und dieser Aufzinsungsfaktor lautet Q hoch N. Jetzt müssen wir zunächst mal klären, was das hier heißt. N steht für die Jahre oder die Perioden. Das heißt, wenn wir sagen, wie viel sind 1000 Euro in 5 Jahren wert, dann ist N 5. Und Q, das ist 1 plus I. Und I wiederum ist der Prozentsatz, der angesetzt wird. Wenn wir also die Frage haben, wie viel sind, sagen wir, 1000 Euro in 5 Jahren wert, dann können wir die Frage nicht beantworten ohne Zinssatz. Zum Beispiel 10%. Dann ist I, und jetzt bitte gut aufpassen, bei 10% ist I 0,1. Bei 5% ist I 0,05. Also das hier ist dann das I und das entsprechende Q ist dann 1 plus I. Das heißt, wenn I 0,1 ist und Q ist 1 plus I, ist Q 1,1. Und im zweiten Fall ist Q 1,05. Ja, bei 6% wäre I 0,06 und Q 1,06. Bei 8% wäre I 0,08 und Q 1,08. Ich denke, das Prinzip ist klar. So, jetzt schauen wir uns wie immer noch ein kleines Zahlenbeispiel an. Nehmen wir also ruhig die Frage, wie viel sind 1000 Euro in 5 Jahren wert bei 10% Zinsen? Also 1000 mal Q hoch N und in dem Fall ist Q 1,1, 10%, 1,1 hoch 5. Und das ist, wenn wir das eintippen in unseren Taschenrechner, sind das 1.610 Euro und 51 Cent. Apropos eintippen, die entsprechende Taste auf dem Taschenrechner ist die sogenannte Exponentialtaste y hoch x, bei manchen Modellen noch x hoch y, oder bei wieder anderen Modellen ist das so ein Dach. Ja, sieht dann etwa so aus. Das ist die sogenannte Exponentialtaste, mit der wir das hier bewältigen. Also das kommt raus, wenn wir 1000 Euro zu 10% für 5 Jahre anlegen und natürlich mit Kapitalerhaltung, das heißt, das sind nicht nur die Zinsen, sondern das ist die Gesamtsumme, die wir nach 5 Jahren sozusagen abheben können. Also sind die 1000 Euro natürlich mit drin. Das stellt diese 1 hier sicher. Ja, 1000 mal 1,1 stellt sicher, dass das Kapital immer sozusagen mitgeschleppt wird. Das war's. Ausführliches zu vielen Themen der Betriebswirtschaftslehre, auch zur dynamischen Investitionsrechnung, auch zur statischen Investitionsrechnung unter spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.